Wir haben saugeile Redner heute, das verspreche ich euch. Nach dem Umzug kommt Jürgen Elsässer. Aber vorher, meine Freunde, die geballte Widerstandspower aus Dresden. Sigi, Lutz und Wolfgang. Ja, da fange ich mal an. Hallo Cottbus erstmal. Sensationell, da geht einem das Herz auf. Liebe Grüße aus Dresden, aber ich bin heute da und soll euch Grüße bringen von jemandem, der hier in Cottbus mal ein ganz tolles Video gedreht hat und dabei den Sundermeier richtig enttarnt hat. Ich soll euch ganz, ganz lieb grüßen und soll euch versprechen, dass er noch dieses Jahr hier zu einer Demo kommt von Tommy Robinson. Er hat sich riesig gefreut, als ich ihm gesagt habe, wir waren ja die letzten Tage, haben wir zusammen verbracht, hat er sich riesig gefreut, als ich gesagt habe, dass ich heute hier bin und hat gesagt, grüß die Cottbusser, war absolut geil und er kommt, hat es fest versprochen, auf jeden Fall, auch zum Pegida-Geburtstag und dazu lade ich euch schon mal ein, am 21. Oktober auf dem Neumarkt in Dresden ab 14 Uhr, das ist sonntags, 4 Jahre Pegida und damit, wie gesagt, wir sind heute nur hier, um ein paar Grußworte zu überbringen, ich habe die jetzt von Tommy abgegeben, Tommy guckt hoffentlich im Livestream zu. Mate, if you watch this, I did it. So, also, jetzt gebe ich weiter an Sigi, weil der hat auch noch wieder was zu erzählen. Hallo Cottbus! Freunde, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, wenn ich so ein paar Gesichter sehe, die waren auch dabei. Wir haben ja unsere Bundesraute Mitte der Woche am Donnerstag in Dresden herzlich willkommen geheißen. Und auch wenn diese Politiker immer behaupten, es stört sie nicht, wenn das Volk protestiert, oder ein Teil des Volkes protestiert. Es nagt an diesen Leuten und zwar gewaltig, weil Politiker wollen naturgemäß geliebt werden. Und das hat an diesem Tag definitiv nicht funktioniert. Egal welches Video man sich anguckt, von der Bild-Zeitung, von Radio Dresden, was auch immer, beim Aussteigen aus der Limousine vorm Sächsischen Landtag, man hört Pfiffe, man hört Hau ab, man hört Merkel muss weg und sonst nichts. Als Schlagwort wunderbar, der ganze Apparat muss natürlich dann auch ausgedünnt werden, besonders bei uns in Sachsen, der Herr Kretschmer, der versucht sich als Konservativer zu positionieren, dem werden wir die Maske noch ordentlich vom Gesicht reißen, aber was ich noch sagen will für euch im Livestream, Frau Merkel kommt auch in deine Stadt und dann erwarten wir Sachsen, wir Brandenburger, wir Ostdeutsche, alle, die auf die Straße gehen, erwarten, dass dann in dieser Stadt was passiert. Es frisst euch keiner auf, es sperrt euch keiner ein. Hau ab, Merkel muss weg. Ein bisschen Lärm machen, tut es einfach. Danke. Ja. Hoffen wir mal, Frau Merkel hört sich mal zum Herrn Woidke nach Cottbus. Und dann dürfte es lustig werden. Ich übergebe noch mal ganz kurz an Wolfgang. Danke euch. Hallo Cottbus, servus Patrioten. Ganz toll, dass ihr heute alle herausgekommen seid und der Preis, seine Meinung frei zu äußern und sein Gesicht zu zeigen, ist hoch. Aber noch höher ist es, das nicht zu tun. Deswegen bleibt draußen. Wir machen morgen am Montag 18.30 Uhr am Altmarkt weiter. So, und damit sind wir mit unseren Grußworten durch. Wir freuen uns, dass wir heute hier sind und ich denke, jetzt werden wir spazieren gehen oder die Moderatorin brauchen wir nochmal. Das möchtest du aber machen als Versammlungsleiterin, sonst bin ich dann gleich wieder der Idiot. Und das kostet nämlich wieder Geld. Freunde, wir gehen spazieren. Holt euch bitte von hier vorne Schilder.